Grüß euch. Ja, jetzt ist soweit. 24. Dezember, heiliger Abend. Ja, was soll ich sagen? Ich kann kurz mal ehrlich sein. Kann man machen zwischendurch. Ich scheiße auf das Weihnachten so wirklich, aber. Aber so richtig. Ich feiere Weihnachten wirklich, wirklich nur, weil ich Kinder habe. Und sagen wir uns ehrlich. Feiere ich Weihnachten mit meinen Kindern, weil ich ihnen christliche Werte vermittle? Oder was sind christliche Werte? Weißt? Mein Vierjähriger weiß, was Weihnachten ist. Weihnachten ist Geschenke. Ja, und da ist er aufgeregt. 2 Tage, 3 Tage. Überall, wo wir hinfahren. War dort noch das Christkind? Das ist. Ja, überlegt mal ein bisschen. Was sind die christlichen Werte? Was vermitteln wir? Das ist ein christliches Fest, dieses Weihnachtsfest. Und was vermitteln wir da, oder? Nimm keiner anderen was weg. Tu keiner anderen was, was du nicht selber willst, dass man dir macht. Also so insgesamt 10 Gebote mäßig kann man sagen, sei einfach ein gerader Mensch. Ja? Sei einfach ein gerader Mensch. Und da muss ich mich halt fragen, schaut man da nur in die Bibel? Oder steht halt genau das Gleiche in jedem anderen Büchel? Von allen anderen Sekten. Fühlt es nicht eh immer auf das Gleiche aus. Sei einfach kein Arschloch. So. Sei gerade, ja. Mach deine Sache, die du kannst. Und dann stellt sich halt nochmal die Frage, wenn das in allen Bücheln gleich ist, brauche ich überhaupt irgend so ein Büchel? Oder hole ich mal in mich selber eine und denke mir, was ist denn so das menschliche, so das Urbedürfnis? In Frieden lassen werden. Gut, das hat aber dann jeder. Das heißt, ich sollte alle anderen auch in Frieden lassen. Es soll jeder das machen können, was er machen will, weil das garantiert mir, dass mich auch jeder machen lässt, was ich machen will. So, und für das brauche ich keine Bircheln, die mir dann 100 Leute auf 102 verschiedene Arten auslegen. Ja? Brauche ich nicht. Und deswegen, ich feiere Weihnachten nur, weil ich Kinder habe. Wegen sonst nichts. Ja. Und Werte vermitteln wir menschliche. Und keine christlichen, keine buddhistischen, keine Rasta, keine Moslem. Wir machen gar nichts. Wir vermitteln menschliche Werte. Das war doch einmal vernünftig. Ja. Kauft euch einen Baum, ich weiß, wie schön das ist, wenn Kinderaugen glänzen. Ja. Ich weiß, wie schön das ist, wenn sie Backerln aufmachen und es ist das drinnen, was dem Christkind geschrieben haben, was sie gern hätten. Ich weiß, wie schön das alles ist. Aber ich erinnere mich auch zurück an Weihnachten, wie es früher war. Ja. Und da kommt immer dieses, jetzt fühle ich mich dann schon alt, wenn man sagt immer so, früher war vieles anders, früher war vieles erleibend. Aber ganz ehrlich, ich habe gekriegt, keine Ahnung, zwar Backeln Lego, ja, ein Pullover, Hosen, Unterwäsche, Socken. Und ich war glücklich. Und am nächsten Tag waren wir bei den Großeltern und dann hat es halt noch mehr gegeben. Ein Lego, ein Auto und noch ein Gewand. Und das, ich war höchst glücklich. Und das Ganze, was ich da gekriegt habe, hat gekostet so viel wie heute ein Geschenk. Ja, und das Ganze geht heute 2 Tage, 3 Tage, bam, 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 ja. Bei uns schaut es aus wie bei einem Toys R Us. Aber das brauche ich euch nicht sagen, wenn ihr Kinder habt. Das wisst ihr ja, wie es ist. Ja, also vielleicht einmal wieder ein bisschen weniger. Vielleicht können wir es unseren Kindern auch erklären. Ich weiß schon, dass das nach den Ferien besprochen wird, wer nicht was gekriegt hat und die größere Burg und das tollere Auto und das teurere Gewand. Ja, wissen wir eh alles. Vielleicht schaffen wir es trotzdem, unseren Kindern andere Werte, andere Qualitäten zu vermitteln. Ja? Und in diesem Sinne, ein bisschen was zum Nachdenken, tut mir leid, wollte euch das wunderschöne Weihnachtsfest nicht zusammenhauen, aber ja, muss auch einmal sein. Und ja, danke fürs Einschauen, 24 Tage lang, nächsten Jahr wieder voll für euch da. Ist eigentlich eh noch schön geworden, oder?
Schönen heiligen Abend, angenehmen Feiertag zu wünschen. Tschüss, Papa, pfiat euch. So schaut's aus.